klein. Hm? Nur weil das ja für die Platte ist. So. Ist das raus? Dann können wir nachher die Fladebrote drauf machen. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal Feuer. So. Und machst du neue Eistessen? Ich bin Lilly von Jürgenland. Und du? Ich bin die Aha Natanan. Prima. Und ich bin der Ralf von Jotteland. Es qualmt ja noch ein bisschen. Das Feuer kommt so langsam. Für heute, was wollen wir heute machen? Fladenbrot. Genau, heute haben wir uns ein libanesisches Fladenbrot ausgesucht zum Backen. Wir werden das auf der heißen Stahlplatte machen, auf der schönen runden Gussplatte. Ja. Und was wir dafür mitgebracht haben, das zeigen wir euch jetzt. So Lili, was brauchen wir denn alles für das Fladenbrot? Was haben wir denn mitgebracht? Wir Hefe. Hefe, okay. Dann haben wir Mehl mitgebracht. Gut. Und dann Salz. Ja. Körner. Das ist Sesam, Sesamkörner. Sesam, die wo oben drauf kommen. Und ein Pinsel, da kommt nachher das Fett dran. Oder? Genau, ja. Thymian und Zwiebeln. Chili und Sumach. Ja, der Sumach. Der Sumach, das ist ein Gewürz vom Essigbaum. Ja, ich würde sagen, türkisches Gewürz, und da kann man es auch kaufen. Also wenn man beim Türke in der Lade geht, da kriegt man dieses Sumach. Ihr seht, wir haben einiges mehr dabei, wie man braucht, um einfach nur ein Brot zu backen. Für das Brot würde reichen Mehl und Hefe und Wasser und Salz. Aber mir wäre noch eine Würzpaste dazu machen, eben aus diesem Sumach und dem Sesam. Und damit dann das Fladenbrot nachher einstreiche. Was brauchen wir als erstes? Das Mehl. Das Mehl. Und zwar machen wir jetzt mal die Hälfte. Die Hälfte vom Mehl, also ein halbes Kilo Mehl machen wir jetzt da rein. Ja. Ja, nochmal. Gut. Das Mehl haben wir drin. Was brauchen wir als nächstes? Da brauchen wir hier eine Kuhle. Machen wir hier eine Kuhle rein. Ne, die Hefe brauchen wir jetzt. Ja, die Hefe muss. Die Hefe ist hier. Da haben wir jetzt auch die Hälfte von der Hefe. Ja, du kannst auch noch was machen. Ja, das brauchen wir erst nachher dann. Das machen wir erst den Teig. Genau. Jetzt macht die Hälfte von der Hefe rein. Genau, guck, und das tun wir jetzt. Jemand? Klein krümeln. Dann hier wieder rein. Ich mache mal ein bisschen Wasser rein. Halt, immer ins Wasser rein krümeln. Rein. Ja, schon, guck mal. Mach mal so, mach auf die Hand. Handgradhebe. Gut. Ja. Okay, nicht ganz schwer zu machen. Du rührst jetzt richtig. Das weicht noch dann hin und dann. Ja, dann rühr mal kräftig um, Sarah. Gut. Stopp. Wow. Oh, Papa. Das ist aber auch rot. Nö. So, wenn die Lilly den Teig jetzt dann gut durchgeknetet hat, dann muss der ungefähr eine halbe Stunde gehen.
Dafür machen wir den wieder zurück in den Topf und stelle den dann neben das Lagerfeuer, dass er einfach, also nicht, dass er zu heiß kriegt, aber dass er einfach warm kriegt, dass die Hefe sich im Teig auch so ein bisschen entwickeln kann. Und wenn er dann aufgegangen ist, dann machen wir die kleine Fladebrote draus. Und bis der Teig dann aber gegangen ist, können wir schon mal anfangen, die Würzpaste für die Fladebrote nachher zu machen. Okay, bist du soweit, Lili? Ja. In den Topf. Ja, für die Würzpaste tun wir jetzt dann nachher die Zwiebel klein schneiden. Das kann die Lili machen, oder? Gut? Gut? Brennst du eigentlich? Also, dann kommt nachher die Sesam tun wir anrösten. Und die andere Sache wie Salz und Thymian und das Sumach und das Olivenöl werden nachher einfach zusammengeschüttet und zusammengerührt. Natürlich mehr. Gut, reicht. Reicht noch? Ja, mach noch ein bisschen. Gut. So? Gut. Ja. Noch ein bisschen. Stopp. Ja, den Sesam tun wir jetzt einfach ein bisschen rösten. Ein wenig dreckig, die müssen wir noch was sauber kriegen. Auch da weg. Die habe ich auch der. Also jetzt haben wir einen schönen Teig. Aus dem Teig könnten wir jetzt relativ viel machen, oder? Da könnten wir jetzt hingehen und einfach ein Stockbrot machen. Das heißt, man wird sich jetzt einfach hier ein Stück Teig wegmachen, könnt eine Wurst drehen und das Ganze um den Stock umwickeln, ganz normal im Feuer machen, das kennt jeder. Aber was wir jetzt machen, wir wollen hier auf der heißen Platte nachher Fladebrote machen. Und dazu machen wir jetzt kleine Teigbolle, so ungefähr so Mandarine groß. Also so groß wie eine Mandarine. Den kneten wir nochmal durch. So ungefähr. Hab ich schon. Guck. Und dann kneten wir den einfach. So, und mache hier mal so kleine Kugeln dahin. Und besonders schöne Teigkugeln gibt es, wenn man jetzt hingeht und diesen Teig wirkt. Also immer im Prinzip nicht nur knete, sondern immer so wieder so in sich reinklappe. Und dann gibt es schöne Kugeln, die auch für sich nochmal gehen dann. So. Legst sie auf das andere Brett rüber und da können sie noch im Moment gehen dann. Ich muss schön rund werden. Braucht's? Ja. Und wie? Die Flade haben wir jetzt gebacken, ausgewählt. Die sind jetzt die erste, sind auch ein paar Minuten einfach gegangen. Und jetzt legen wir die auf den heißen Stein drauf oder auf die heiße Platte. Müssen aber aufpassen, dass sie uns nicht anbrennen. Das heißt, wir wären jetzt einfach ziemlich gucken müssen, wie schnell man sie wenden müsse. Das hängt jetzt ein bisschen von der Hitze, von der Platte ab. Muss man ein bisschen experimentieren, vielleicht wird aber einer schwarz. Aber dann kriegt man es mit der Zeit, kriegt man es einfach raus, wie sie jetzt gebacken wäre. Ich habe noch einer.
nicht haben. Nö. Ja, geht nur in 4. So, jetzt haben wir unseren Vorrat an Fladebrote, haben wir hier jetzt schon im Topf drin. Das war jetzt mit 500 Gramm, das war jetzt 10 Fladebrote. Die soll uns heute Abend zum Abendessen, gibt es noch Linse, da sollte die uns einfach da das Brot dazu sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuschauen, wie wir Fladebrot auf der heißen Platte am Lagerfeuer machen und es mit einer Sumach-Würze dann noch einstreiche. Es ist super lecker, macht super Spaß, das zu essen. Und die Lili wird jetzt auch noch gern was sagen. Die Soße da ist die leckerste Soße der Welt. Und was magst du noch sagen? Die sind lecker, gell? Die Fladebrote sind lecker. Ja, wir sagen euch Dankeschön fürs Zuschauen. Freue uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinschaut in unserem Kochlagerfeuer hier in unserer Jotte. Abonniert einfach unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es wieder was Neues gibt. Dankeschön und tschüss. Sagt auch tschüss. Tschüss! Die Uhr.